Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Watch Dogs. Sag mir mal, wenn das jeder Let's Play, kann ich das auch Let's Playen. Ne, ich find's einfach ganz geil, ich hab's mal angespielt. Und das hat mich doch tatsächlich gefesselt. Ich spiele das mit Joypad, also mit Controller. Und ich würde mal sagen, ich starte ein neues Spiel, weil ich möchte nicht einfach so zwischendrin weiterspielen. Und ja, dann ist mal hier der Vorspann. Bis gleich. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Weiter. Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft Presents. Ubisoft Montreal Production. Elf Monate später. Spürhunde, Watch Dogs. Ich hätte was im Gesicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? So, jetzt müssen wir ein bisschen interagieren. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag. Und dann geht die Filmsequenz auch weiter. Lena.
Oder diese Sequenz. Deswegen bin ich mal kurz ruhig. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. So, jetzt müssen wir ein bisschen interagieren. Einen Namen! Töte mich doch! Erinnerst du dich jetzt? Na! Tja, Junge, leg dich nicht mit mir an. Ich bin der Mann der guten Träger. Ach, der schlägt jetzt eine Runde. So, jetzt. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, jetzt können wir hier ein bisschen rumsuchen und alles. Jetzt hacken wir uns mal ins Handy. Na, dreh dich mal. Wenn du Durst, hier gibt's Fanta, Sprite, Cola, gibt natürlich auch andere Drinks. Obwohl es sind ja Energy Drinks, dann ist das wahrscheinlich Monster, Red Bull und. Product Placement. Ein bisschen Werbung machen. So, nein, wir können uns ein bisschen umgucken hier. Was ich am Anfang als erstes Mal gestartet habe, nicht gemacht habe, weil wir finden ja auch noch Sachen. Und nicht sofort durch die Tür gehen. Ja, guck, Medizin. Medizin. Ja, das kann man alles brauchen. Herstellungskomponente für einmal hacken. Das muss man sich also hier. Oh. Was da drin ist, bestimmt alte Socken oder Schnitzel oder Schnitzelbrötchen. Ach, ne Geld. Oh, schön. Waschmaschinen leben länger mit. Ne, jetzt war ich jetzt ist genug mit Werbung. Na, was ist denn hier los? Ah, ein begehbarer Kleiderschrank. Nein, hier ist glaube ich nichts drin. So, raus hier. Was ist mit dir, der schläft immer noch? Ist da noch was im Schrank? Hallo, hallo. Ein paar Handschuhe, braucht einer. Verkauf bei eBay, nicht mit. Okay, wir gehen raus. Yo, Maurice. Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Nach Hause. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Also, das könnte eine Vorlage für einen Film sein, ne? Tom, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Dan, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dan, pa, 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 pa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm.
Oder Gasmaske auf? Ach, Gasmaske. Taschentuch vom Mund. Jetzt spielen wir weiter. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Ja, ich bin's doch nur. Der Nikolaus. Oh, wir machen die Deckung. Jetzt können wir uns immer mit dem rechten Stick aussuchen, wo wir hingehen wollen. Da steht natürlich, wir müssen an der Polizei vorbei. Ich hätte auch auf der anderen Seite hergehen können. Aber. Können wir noch ein bisschen gucken. Das Licht, das stört. Stört ein bisschen, jetzt geht er weg. Jetzt können wir halt dahin. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Gangbanger. Sofort durchraschen, rasch. Ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit. Rasch. Ich hab's schon gespielt, wie gesagt, deswegen ein bisschen locken hier. Und wir machen uns hoch. So, jetzt haben wir das auch schon geschafft. So, jetzt gehen wir hier mit dem Profiler mal ein bisschen auf die Kameras und folgen mal hier dem Geschnörkel. Was sehen wir da vorne? Wir können zur nächsten Kamera. Wir folgen dem Geschnörkel, obwohl man kann auch ein bisschen ranzoomen, gucken, was da ist. Ah, Handtasche. Von wem wohl? Bei der Schädix hier? Entschuldigung, natürlich nicht. So, da war zwar eine Kamera, aber ich folge dem Schnörkel, der geht nämlich hier hoch. Bei Chicago, der Besser, ja, da geht's darum und dann weiter können wir nämlich nicht, deswegen wechseln wir jetzt zur. Na, da war auf jeden Fall ein Polizist. Zur Kamera 3. Und den können wir. Nein, alles ruhig. Anvisieren. Da ist der bekannte Weißstor in der Bitlounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. So. Mach mal halblang fliegen, wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Wir können den Datenfluss nicht ganz folgen bis zum Ende. Deswegen können wir erstmal hier hingehen, zu der Kamera. Um zu gucken, ob hier noch jemand. Ne, auf der waren wir ja schon, Entschuldigung. Gehen wir doch auf die da hinten. Und die gibt uns ein bisschen mehr. Gar nichts. Haha, aber hier müssen wir gleich hin. Deswegen. Aufpassen. Aufpasse. Aber wir hacken uns mal kurz hier rein. Tür entriegelt. Jetzt haben wir die oberste Etage erreicht. Jetzt gehen wir mal zurück. Und werden mal in Häppchenweise immer so weitergehen. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. So, jetzt müssen wir craften. Großes Minecraft, Minecraft für große Kinder, meine ich. So, gehen wir mal hier auf diesen 10er-Block. Na, hallo. Na, welche zu. Hallo? So. Und herstellen. Jetzt haben wir einen Köder gebastelt und das lenkt man natürlich ab, ist ja klar. Aber treffe ich wo von hier aus? Ich habe nicht getroffen. Aha, also doch. Nein, wir wurden schon entdeckt. Verdammt.
Lauf. Wir sind oben.